Ja, jetzt begrüße ich Sie alle recht herzlich zu einer ganz besonderen Sendung. Heute sind wir zu Gast bei Peter Altmaier. Ich habe eine Überschrift gefunden. Sie sind der Energiebolzen aus Berlin. Das ist, wie Sie angekündigt wurden, damals in Ihrer Situation als Umweltminister. Sie haben ja, ich fange gleich mit dem ganz zentralen Punkt an. Sie haben uns ja gerade im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, Sie haben Regierungsprogramm geschrieben. Wie viele Stunden hat das ungefähr gebraucht? Wie lange braucht man für so einen komplexen Text? Naja, das Regierungsprogramm fällt ja nicht vom Himmel, sondern ist das Ergebnis von Erfahrungen, die man macht in den vier Jahren davor. Ist das Ergebnis von Diskussionen auf Parteitagen, in Vorständen, aber auch mit Bürgerinnen und Bürgern. Es konnte jeder übers Internet seine Vorschläge einreichen. Natürlich hatte ich Mitarbeiter, die mir geholfen haben, diese Vorschläge zu sichten und auszuwerten. Und dann muss man es auf den Punkt bringen. Und zwar in einem Prozess, wo man mit den politisch Verantwortlichen, also mit der Bundeskanzlerin, die Parteivorsitzende ist, mit dem bayerischen Ministerpräsidenten, der CSU-Vorsitzende ist, mit den Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU, mit dem Finanzminister und vielen anderen, sich auf die Punkte verständigen, die wesentlich sind, auf die Schwerpunkte und natürlich auch noch auf die Punkte, die vielleicht nicht ganz so weit nach vorne geschoben werden. Ja, und dann muss es auch noch geschrieben werden. Das sind rund 75 Seiten geworden. Und das ist doch, glaube ich, der Kraftakt, allein diese 75 Seiten in einer konzentrierten Aktion zusammenzuführen. Naja, der eigentliche Kraftakt ist ja, dass man nur 75 und nicht 150 schreibt. Weil jeder der Auffassung ist, dass sein Anliegen selbstverständlich auch im Regierungsprogramm seinen Niederschlag finden muss. Das sind Anliegen, die vielleicht für die Zuhörer und die Zuschauer hier nur bedingt bedeutsam sind. Aber zum Beispiel die Stadt Bonn hat großen Wert darauf gelegt, dass ihre Funktion als Bundesstadt wieder im Regierungsprogramm vorkommt, weil sie Sorge hatte, dass ansonsten die verbleibenden Ministerien abwandern. Die Ostdeutschen und die Spätaussiedler aus Russland oder aus den europäischen Ostgebieten, die haben großen Wert darauf gelegt, dass sie mit ihren Vorhaben vorkommen. Selbstverständlich muss man sich dann mit der Frage auseinandersetzen, wie geht man um mit Anliegen von einzelnen Gruppen, beispielsweise auch von Jugendlichen, von Schülern und Studenten. Aber darf ich da gleich mal direkt eine Zusatzfrage? Wir beschäftigen uns ja an unserem Institut ja intensiv mit dieser Generation Z. Ja. Also mit den jungen Menschen, die jetzt bis, sagen wir mal, 25 Jahre ungefähr sind. Ich habe mir das Ihr Regierungsprogramm durchgeguckt. So tierisch viel kommt Ihnen nicht vor, die Generation Z. Anspruch, Euer Ehren. Das habe ich erwartet. Wir haben lange darüber nachgedacht, was ist eigentlich das Entscheidende für die Generation Z. Und aus meiner Perspektive ist es, dass es genügend Arbeitsplätze gibt, genügend Ausbildungsplätze gibt, dass wir genügend investieren in Forschung und in Bildung. Wir haben gesagt, wir wollen 3,5% des Bruttoinlandsprodukts bis 2025 für Forschung ausgeben. Damit wären wir in Europa Rekordhalter. Wir haben ein großes Programm für die Schulen, um die Schulen ans schnelle Internet anzuschließen, eine Bildungscloud zu schaffen. Wir haben uns vorgenommen, die Arbeitslosigkeit zu halbieren. Das heißt, jeden Arbeitsplatz, den wir in Deutschland schaffen können, zu besetzen. Die kommen nicht von selbst, da müssen die Rahmenbedingungen stimmen, da müssen die Perspektiven stimmen. Da braucht die Steuerpolitik, die Sozialpolitik eine klare Ausrichtung, damit diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen, das auch tun. Und wir haben in diesem Regierungsprogramm so viel Platz und Ideen wie gar keine andere Partei auch dem Thema Digitalisierung gewidmet, weil durch die Digitalisierung noch einmal sich vieles ändert, nicht nur was die Technik angeht, nicht nur was die Gesellschaftspolitik angeht, sondern vor allen Dingen auch was die Arbeitsplätze angeht. Die Claims werden neu abgesteckt, es werden viele Arbeitsplätze wegfallen, aber es werden genauso viele neue entstehen. Und wir möchten natürlich, dass sie in Deutschland neu entstehen und nicht in den USA oder in China. Ja, gut, das ist jetzt natürlich ein Punkt. Also ich bin jetzt nicht so gewappnet im Umgang mit Politikern. Da waren jetzt 15 Punkte drin, die man jetzt einzeln abschichten muss. Nur wenn man im Regierungsprogramm nachguckt, findet man eine Rubrik, die heißt Chancen für junge Menschen. Ja. Und da sind drei Punkte drunter, die primär dort, dass Digitalisierung natürlich auch was mit jungen Menschen zu tun hat, einverstanden. Auch die Diskussion um Arbeitsplätze natürlich, das ist ein wichtiges Thema, da ist also völlige Übereinstimmung. Auch da wieder kann man darüber diskutieren, werden wirklich Arbeitsplätze geschaffen, also wie verändern sich die Zahl der Arbeitsplätze, die Zahl der Stunden, die gearbeitet wird, werden nur Jobs geteilt und so weiter. Also da müsste man ins Detail gehen. Wenn man jetzt mal sich überlegt, was Sie gerade gesagt haben, spezifische Gruppen,
Was würden Sie denn sagen, ist in dem Regierungsprogramm so der zentrale Punkt, der gerade diese Rubrik, diese Gruppe 18 bis 25? Noch einmal. Ich glaube, dass die zentrale Rubrik für junge Menschen ist, werde ich einen Arbeitsplatz haben? Mhm. Und werde ich in diesem Arbeitsplatz arbeiten können, bis ich den Ruhestand erreiche, oder muss ich zwischendurch nochmal neu lernen, mhm, mich weiterbilden? Die Themen sind angesprochen. Mhm. Es gibt auch einige Punkte, die speziell auf junge Menschen abzielen. Zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir wollen gerne, dass alle junge Menschen für 1 Euro am Tag mit dem öffentlichen Personennahverkehr durch Deutschland fahren. Ja, das war der dritte Punkt, ja, Mobilität. Das war ein Punkt, der ist mir aufgefallen in Hessen, mhm, wo die schwarz-grüne Koalition dieses Ticket eingeführt hat. Respekt, Sie kennen Ihren Text auch wirklich gut. Ja, ich habe ihn ja in der Tat. Ich muss ihn ja verantworten. Ja, ja. Und das war mir wichtig, obwohl es gar keine primäre Frage der Bundespolitik ist, mhm, aber der Bund wird dafür sorgen, dass es geschieht. Die Frage, ob wir genügend Studienplätze haben, ob wir genügend Ausbildungsplätze haben, das ist eine Frage, die junge Menschen interessiert. Mhm. Und dann im Übrigen der wichtigste Punkt, junge Menschen wollen wissen, ob sie die Chance haben, wenn sie eine Familie bilden, Eigentum zu erwerben. Und sie wollen auch wissen, wie es mit ihrer Rente im Alter aussieht. Mhm. So, da hat die SPD ein Konzept vorgelegt. Da ist eine Finanzierungslücke um das Jahr 2040 von ungefähr 1,6 Billionen Euro. Weil dann die ganzen Unstimmigkeiten dazu kommen, dass die Beiträge steigen oder die Staatszuschüsse steigen oder die Renten gesenkt werden müssen. Und wir haben gesagt, wir machen keinen Schnellschuss. Wir wollen, dass die Beiträge stabil bleiben. Das ist wichtig für die, die in den nächsten 40 Jahren arbeiten. Und wir wollen, dass das Rentenniveau nicht unter ein bestimmtes Maß absinkt. Das ist wichtig für die, die jetzt in Rente gehen oder bereits in Rente sind. Und wie können wir das erreichen, wenn die Menschen immer länger leben und Gott sei Dank auch immer mehr von ihrem Ruhestand genießen können? Wir können es nur dann erreichen, wenn wir in Deutschland mehr Arbeitsplätze haben. Es leben heute ungefähr 2 Millionen Menschen mehr in Deutschland, als die Demografen angenommen hatten. Es werden wieder mehr Kinder geboren in Deutschland. Und das bedeutet, dass wir die Chance nutzen müssen, Arbeitsplätze neu anzusiedeln. Die kommen nicht von alleine. Deutschland hat alle seine industriellen Arbeitsplätze verteidigt. 20% an der gesamten, an allen Arbeitsplätzen. Unsere Nachbarländer in Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden, in Großbritannien haben das nicht geschafft. Und deshalb ist das für mich die Schlüsselfrage. Schaffen wir es, Arbeit und Ausbildung für junge Menschen zu schaffen? Gut, da könnte ich jetzt noch 2 danach fragen, das zu stellen. Aber viele, so gerne aber Sie möchten. Ich würde gerne nochmal, ich versuche es mal von einer anderen Ecke her, weil ich habe mal was mitgebracht. Sie kennen dieses Video vielleicht. Ich habe Ihnen einen Film mitgebracht. Wir machen jetzt mal Universität, Prüfungssituation. Was sagt Ihnen dieser Film? Ich vermute, ich kennen Sie ihn. Nee. Links unten draufdrücken auf das Köpfchen. Der ist von Ihrer Frau Nahles, von Ihrer Ministerkollegin. Ah ja. Grüß einmal. Chef. Ja, die haben das Teil viel zu spät geliefert. Gleich ist die Kita aus und ich muss die Eier noch holen für den Eierlauf. Eier? Kindergeburtstag. Und unser Meeting um 5? Ich schalte mich rein. Ich schalte mich wie? Reinschalten. Reinschalten, ja. Rösselmann! Ja. So einen Vater hätte ich auch gerne gehabt. Mehr Ideen für die Zukunft der Arbeit im Weißbuch Arbeiten 4.0. Ja, Ihre Meinung dazu? Ja, es sind wenig Vorschläge in dem Video, aber das Thema ist wichtig. Und deshalb haben wir in unserem Regierungsprogramm gesagt, wir wollen einen Rechtsanspruch auf Betreuung während im Grundschulalter. Das gibt es bisher nicht. Wir haben uns dazu bekannt, dass wir sagen, es sollen Frauen oder auch Männer, die Teilzeit machen, damit sie sich um ihre Kinder kümmern, auch einen Rückkehranspruch haben auf unbefristete Teilzeit. Und wir haben gesagt, wir wollen Familienkonten, damit Familien Zeit ansparen können, die sie dann in Anspruch nehmen, wenn der Kindergeburtstag stattfindet oder wenn die Kinder in der Kita ein Fest feiern und die Eltern mit dazukommen sollen. Also das ist jetzt schwierig, das ist ein komplexes Thema und nur eine begrenzte Zeit dazu. Der Punkt ist, also ich habe den Film zuerst mal gesehen im Sony Center in Berlin, im IMAX, so richtig schön 3D, also ganz toll. Und die Reaktion des Publikums war es, so einen Vater will ich nicht. Weil man muss sich das mal bildlich vorstellen. Konkret, also ich verstehe, dass Sie das gut finden. Auch die Idee, man kann es mit Kindergeburtstag kombinieren. Nur die Frage ist das eigentlich wirklich die Arbeitswelt für die Zukunft, die wir haben wollen?
Weil das bedeutet ja, kurz einen Satz dazu, weil das bedeutet ja, in dem konkreten Fall hat der tagsüber jetzt angefangen, noch sich mit dem Kindergeburtstag zu beschäftigen. Abends während des Kindergeburtstags sitzt, geht er noch raus zur Skype-Konferenz mit seinem Chef. Abends um 22 Uhr schreibt er noch das Protokoll und so weiter. Das heißt, die Reaktion im Netz und auch von vielen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, war extrem negativ. Weil da steht eine Logik dahinter. Das Wort ist Work-Life-Blending. Ja, es geht fließend ineinander über. Und mit diesem fließend ineinander überlegen, das ist etwas, was die Industrie natürlich will, das ist klar, können wir beide gut leben, Politiker und Wissenschaftler. Für uns ist das gang gäbe. Ganz, ganz viele Menschen in der Republik haben davor Angst, haben damit Probleme. Und deswegen überrascht es mich schon, dass Sie jetzt sagen, das ist eigentlich die gute Welt. Weil Ich finde nicht, dass man davor Angst haben muss, weil es ist doch genau umgekehrt. Wenn man die letzten 150 Jahre Arbeiterbewegung sich vor Augen führt, dann war der Kampf der Gewerkschaften im 19. Jahrhundert vor allen Dingen um einigermaßen faire Löhne und einigermaßen gute Absicherung. Dann kam die Einführung der sozialen Sicherheitssysteme, Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter. Dann kam einige Jahre später die Frage, wie sieht es denn mit der Arbeitssicherheit aus, mit dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Und heute treibt junge Familien um, wie kann ich denn, wenn beide berufstätig sind, Vater und Mutter, wie können wir denn organisieren, dass wir trotzdem Zeit für unsere Kinder und für unsere Familie haben? Und das ist halt eben der Punkt, dass wenn man eigentlich 8 Stunden arbeitet, jeden Tag, das ist ja das, was auch jedermann akzeptiert und was ganz normal ist, dann passt es trotzdem nicht immer. Und der junge Mann in diesem Film, der kam ja offenbar zu einer ganz normalen Tageszeit, weil die Kita eben schon geschlossen hat und nicht so lange geöffnet hatte, wie er das brauchte, wenn er zum Beispiel Schichtdienst macht. Mhm. Nicht alle fangen morgens um 8 an und hören nachmittags um 16 Uhr auf. Es gibt Eltern, die brauchen Betreuung, weil die Großeltern oder ihre eigenen Eltern am ganz anderen Ort sich befinden in der Republik, weil sie niemanden haben, der sie bei der Erziehung der Kinder entlastet. Und ein eigener Mitarbeiter von mir, der hat mir erzählt, dass es in der Kita einen wunderschönen Abend gab, wo sich die Eltern verkleiden mussten. Als Gemüse, als Karotten, als Paprika, als Tomaten und wie auch immer. Und die jungen Ehepaare, die jungen Familie wollen Familie und Arbeit unter einen Hut bringen. Und dabei müssen wir ihnen helfen. Mir hat der Vorstandschef eines großen Automobilkonzerns gesagt, früher wollten die Leute einen Porsche oder einen BMW oder einen Mercedes, wenn sie als Führungskräfte bei mir angefangen haben, als Dienstauto. Heute fragen sie nicht mehr nach der Größe des Dienstautos, sondern sie fragen, ob es möglich ist, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, da ist nicht der Widerspruch. Der Unterschied, den wir sehen, wenn Sie Befragungen gerade in der Generation Z machen, werden Ihnen sehr viele sagen, dass Sie es durchaus für wichtig halten. Natürlich Familie, Beruf und einen Hut, das ist, glaube ich, völlig Konsens. Nur die Frage, vor der wir stehen, ist, unter welchen Bedingungen machen wir das? Und die Idee, dass Mitarbeiter zunehmend in eine ständige Rufbereitschaft kommen, ja, und man sieht es ja sehr deutlich. Also wenn Sie die letzte INQUA-Studie sich angucken, heißt die ja im Prinzip nicht, wollen wir die permanente Verfügbarkeit von Mitarbeitern, sondern die hieß ja, wie gehen wir mit der permanenten Verfügbarkeit um? Und die Idee, dass also wirklich die Flexibilisierung, und das ist ja, was Zetsche ja auch gemeint hat. Zetsche hat ja am Anfang groß diskutiert, wir brauchen flexiblere Arbeitszeiten. Die Mitarbeiter müssen flexibler verfügbar sein. Das war ja seine erste Argumentation vor 4-5 Jahren. Seit 3 Jahren wird ja umgedreht, wird gesagt, wir brauchen flexible Arbeitszeiten, weil die Mitarbeiter das so wollen. Ja. Nur die Frage ist ja, wer entscheidet darüber? Bedeutet, vielleicht noch einen kurzen Satz, um den Unterschied herauszuarbeiten. Ja. Bedeutet letztlich, dass es natürlich schon so ist, je mehr ich Arbeitszeiten auch freigebe im weitesten Sinne. Also ich bin jetzt nicht für alte Arbeitszeitmodelle, kann ich nicht falsch verstehen, nur ich versuche die Position jetzt mal ein bisschen rüberzukriegen. Je mehr ich jetzt wirklich die Arbeitszeit freigebe, umso mehr ist die Gefahr da, dass eben der Mitarbeiter um 15 Uhr erfährt, dass er auch ab 17 Uhr noch da sein muss. Und je mehr ich dann, und deswegen stimmen sehr viele der jungen Generation Z, sagen, wir wollen gar keine Kita in der Nähe vom Unternehmen. Wir wollen noch gar keine ganz lange Öffnungszeit, weil wir wollen die Kinder um 17 Uhr abholen. Das heißt, hier prallen zurzeit 2 Entwürfe aufeinander. Das eine ist wirklich diese Blending-Idee, es geht einander über.
Und vor dem Hintergrund ist, so sehr ich jetzt für Langzeitkonten bin, die in Ihrem Programm ja auch drinnen stehen, ich befürchte, dass die auch wieder instrumentalisiert werden. Bedeutet, morgen machst du mal wirklich mehr als 12 Stunden oder mehr als 8 bis 10 Stunden. Das können wir mit deinem Konto ja verrechnen. Ist Ihnen dieses andere Modell, also quasi Alternative zum Work-Life-Blending, ist das bei Ihnen diskutiert worden? Na, ich glaube, dass die Alternative falsch gestellt ist, weil es gibt selbstverständlich auch Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter schlecht behandeln und manchmal auch missbrauchen. Zum Beispiel, wenn Leute Stand-by sein müssen, um dann für 2 oder 3 Stunden zu kommen, wenn an der Kasse im Supermarkt Hochbetrieb ist. Das halte ich für problematisch. Mhm. Es ist aber so, dass der Wunsch eben von den Mitarbeitern ausgeht, dass es keine starren Arbeitszeiten gibt. Es wird ja, ich bin im Kanzleramt Chef von rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also Vorgesetzter, nicht Chef, das heißt zwar Chef BK, aber ich fühle mich nicht als Chef. Und diese Mitarbeiter kommen zu mir und sagen, wir möchten gerne mehr Flexibilität. Es wird ja niemandem die Möglichkeit verwehrt, morgens um 8 Uhr zu kommen und dann in der Kernzeit zu bleiben, bis die 8 Stunden vorbei sind und nach Hause zu gehen. Das wird niemandem verwehrt. Und wenn jemand sagt, das passt aber nicht in meine Lebensplanung und in meine familiäre Situation, dann helfen wir bei der Einrichtung von Telearbeitsplätzen zu Hause. Dann haben wir jetzt eine Debatte. Muss es eine Kernanwesenheit geben im Büro, auch für die anderen Kollegen, damit die mit dem Mitarbeiter reden können? Oder kann man sagen, ich mache überhaupt keine Kernanwesenheit, sondern ich verbringe meine Stunden, die ich im Büro sein muss, nach Mitternacht bis morgens um 6, wenn sonst niemand da ist. Diese Diskussion muss man führen. So, und dann gibt es in unserer Gesellschaft Menschen, die müssen verfügbar sein. Und zwar auch jenseits ihrer normalen Kernarbeitszeit, weil von ihrem Einsatz Leben von anderen abhängig ist. Das ist Konsens, das ist klar. So, und das ist. Aber das sind ja nicht die Mehrzahl. Nein, nein, es sind aber ganz viele. Es sind ganz viele, ob das Hebammen sind, ob es Ärzte sind, ob es Leute sind, die bei kommunalen Wasserwerken oder bei Kraftwerken eingesetzt sind, ob es Leute sind, die als Polizisten oder als Soldaten für unsere Sicherheit da sind. Es gibt ganz viele, für die es eben diese fest in die Erde gerammten Arbeitszeiten nicht geben kann. Und trotzdem haben sie das Recht darauf, dass sie nicht länger arbeiten, als sie arbeiten müssen, und dass es einen Ausgleich gibt. Und umgekehrt gibt es Berufe, wo man sehr wohl im Drei-Schicht-Betrieb das so machen kann, dass jeder Arbeitnehmer nicht mehr als 8 Stunden arbeitet und dann nicht ausgebeutet wird. Und dafür brauchen wir Gewerkschaften. Und das Hauptproblem ist ja, das sage ich als CDU-Politiker, ich habe in den über 20 Jahren im Parlament festgestellt, dass die Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Gewerkschaften zu den großen Errungenschaften gehört in unserer Republik. Und heute haben Sie halt eben die Situation, dass viele junge Menschen, gerade im Bereich der IT, der Start-ups, sagen, was soll ich in die Gewerkschaft gehen? Die Beiträge spare ich mir im Monat, das interessiert mich nicht. Und viele Unternehmensgründer sagen, was soll ich in den Arbeitnehmerverband gehen? Die Beiträge spare ich mir. Und dann müssen sie versuchen, miteinander klarzukommen. Das sind dann aber Dinge, wo die Politik wenig Einfluss hat. Wir haben ja nicht irgendein Gesetz gemacht, das den Leuten sagt, ihr müsst zu unmöglichen Zeiten verfügbar sein. Nein, wir haben gesagt, wie hoch die Wochenarbeitszeiten sind. Das ist auch in Tarifverträgen festgelegt. Wir haben ein Arbeitsschutzgesetz, ein Arbeitszeitgesetz haben wir gemacht. Und im Rahmen dieser Gesetze gibt es Flexibilität und die muss dann von Unternehmen zu Unternehmen definiert werden. Also ich versuche es nochmal andersrum. Wir kommen da nicht ganz zueinander, aber das wissen wir auch nicht. Symbolträchtig wurde das Diskussionspapier am 29. Juni im Bundeskanzleramt übergeben. Das dreht sich um ein Diskussionspapier, bei dem, um es harmlos auszudrücken, die Industrie erklärte, wie sie sich gerne die Digitalisierung vorstellt. Ja, das Papier ist vermutlich nicht mir persönlich übergeben worden, sonst wüsste ich das nämlich. Helge Braun übergeben worden. Es ist Helge Braun, ja. Also das kann ich natürlich dann nicht wissen. Aber Sie hätten ja zufällig im Raum sein können. Nein, ja, war ich aber zufällig nicht, sondern ich war beschäftigt. Das bin ich übrigens fast immer. Und zwar, wenn ich dann das Papier der Industrie nicht habe, dann war ich vielleicht mit Umweltverbänden zusammen oder mit anderen Interessengruppen oder aber auch mit Abgeordnetenkollegen oder Ministerkollegen. Die Politik wird ja so gemacht, nicht nur im Parlamenten durch Abstimmung, sondern sie wird so gemacht, dass Interessengruppen, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Bürgerinitiativen, Akademiker, Nicht-Akademiker mit ihren Anliegen auf die Politik zugehen. Und mir ist ganz wichtig, dass wir diese Leute
ernst nehmen, dass sie das vortragen können, dass sie es auch übergeben können. Und dann bekommen sie darauf natürlich auch eine Antwort. Gut, das ist ja jetzt nicht eine x-beliebige Gruppe gewesen. Das ist ja die Gruppe der Personalvorstände deutscher Unternehmen gewesen. Ja. Das ist ja ein Papier, das die Fortführung von einem Papier von letzten Jahres gewesen ist. Ja. Und das Papier schildert, wie Unternehmen sich diese Flexibilisierung vorstellen. Es gibt Leute, die solche Forderungen vertreten, aber die muss man sich ja nicht zu eigen machen. Die muss man sich überhaupt nicht zu eigen machen, sondern darüber wird diskutiert. Und wir haben im Regierungsprogramm übrigens dieses Thema aufgegriffen, weil wir gesagt haben, alle die Arbeitszeitgesetze, Arbeitsschutzgesetze, die wir haben, sind ja dafür da, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen, gegen Missbrauch auch von Seiten von Arbeitgebern. Nicht generell, aber es reicht ja, wenn ein oder zwei Fälle vorkommen. Und nun kann es aber durchaus sein, dass es Sinn macht, dass in einem Start-up man sich verständigt, dass jemand auch am Wochenende arbeitet und dafür in der Woche Freiheit oder dass er vielleicht auch mal mehr Stunden am Stück arbeitet, wenn das Projekt fertig werden muss und danach länger frei hat. Da haben wir aber gesagt, das wollen wir gerne davon abhängig machen, dass die Tarifpartner, nämlich Arbeitgeber und Gewerkschaften, sich verständigen. Wir haben das Entgelttransparenzgesetz vor einigen Monaten beschlossen und dort gibt es sehr starre Regelungen im Interesse der Beschäftigten für alle die, die keinen Tarifvertrag haben, die nicht in der Gewerkschaft sind. Und wenn es einen Betriebsrat gibt, einen Tarifvertrag gibt, dann kann man das flexibler machen. Und so stelle ich mir das in vielen anderen Bereichen auch vor. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft, wir haben nicht Wildwest, wir sind nicht neoliberal. Bei uns ist es so, dass alles, was wir tun, humanitär verantwortbar sein muss. Und was verantwortbar ist, dafür haben wir Betriebsräte, dafür haben wir Gewerkschaften, dafür haben wir Arbeitgeber und Sozialpartner und natürlich den Staat, der die äußersten Grenzen setzen muss. Also da liegen wir zusammen. Da haben wir, also ja. da ist ein Punkt, wo wir null Dissens haben. Wir haben ja in unserem Regierungsprogramm wirklich auch darauf geachtet, dass wir zu den kritischen Punkten uns festlegen und positionieren. Und es gibt eine Diskussion über Lockerungen beim Arbeitszeitgesetz. Und ist es so, dass das deutsche Arbeitszeitgesetz strenger ist als die europäische Arbeitszeitrichtlinie? Und wir haben gesagt, okay, wir erkennen an, es gibt Flexibilitätsbedarf. Deshalb wollen wir die Flexibilität der europäischen Arbeitszeitrichtlinie, nicht mehr, keinen Millimeter mehr, ausnutzen können, aber nur dann, wenn es im Rahmen von Tarifverträgen geschieht. So, das ist dieser Gedanke der Sicherung, weil ich den Gewerkschaften zutraue, dass sie sehr genau abschätzen können, was für ihre Mitglieder vertretbar und angemessen ist und was nicht. Wir wollen keine Situation haben, wo der Arbeitgeber nach Gutdünken entscheidet, wie lange der Mitarbeiter arbeitet. Ist das bei Ihnen jetzt quasi eine rote Linie für Koalitionsgespräche? Naja, also erstmal wollen Wahlen gewonnen werden. Zweitens gehe ich mal davon, wünsche ich mir, dass wir einen Regierungsauftrag bekommen, und zwar als klar stärkste Fraktion. Und dann werden wir zäh und hartnäckig verhandeln. Sie können sich vorstellen, dass es keine gute Idee ist, von vornherein rote Linien in 16 Politikbereichen zu etablieren. Dann können Sie auch die Verhandlungen vergessen. Ja. Aber noch einmal, wir sind die Partei der sozialen Marktwirtschaft und wir haben eine lange Tradition, wenn es darum geht, Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ja. Und das werden wir in keiner denkbaren Koalition aufs Spiel setzen. Aber Sie verstehen schon meinen Punkt der Irritation. Nein, ich verstehe, ehrlich gesagt, den Punkt der Irritation, dass ein Papier übergeben wird, verstehe ich nicht. Weil jeder hat das Recht, Papiere zu übergeben. Ich bin im ständigen Gespräch mit allen Vorstandsvorsitzenden von DAX-Unternehmen, die auch Wünsche haben. Ich bin im Gespräch mit den Gewerkschaftsvorsitzenden. Wir haben den Dialog der Sozialpartner in Meseberg. Und zum pluralistischen Prozess gehört, dass alle diese Beteiligten ihre Wünsche formulieren. Es gab eine Zeit, da hat die deutsche Industrie verlangt, dass die Energiewende nicht weitergeht oder dass der Ausstieg aus der Kernenergie rückgängig gemacht wird. Das ist dann übrigens verhandelt worden in einem Koalitionsvertrag. Da war ich nicht im Kanzleramt, sondern ich war Staatssekretär im Innenministerium. Und wir haben das dann gemacht und nach dem Unfall von Fukushima gesagt, es tut uns leid, diese Technik ist nicht sicher, wir steigen wieder aus. Wir haben die Energiewende nicht gestoppt. Und das geschieht jeden Tag, ob das nun DAX-Unternehmen sind oder ob es Gewerkschaftsgrößen sind, dass sie sich etwas ausgedacht haben, dass sie Vorstellungen haben und dass sie politisch trotzdem nicht durchsetzbar sind, weil die Politik ihr eigenes Selbstbewusstsein mit einbringt
und am Ende verantworten muss, was sie im Parlament gesetzlich beschließt. Wobei hier natürlich das Interessante ist, dass quasi Autor des Papiers kurz danach Teil des Parlaments ist. Ja, aber... Und das kommt, glaube ich, noch dazu, das ist auch etwas, was jetzt nicht stimmen muss, das muss auch nicht dementiert werden. Aber wie sagt man so schön, aus Journalistenkreisen ist ja jemand aus diesem Kreise, ja auch, wie heißt das so schön bei Ihnen, wie heißt der Staatsminister für die Digitalpolitik, vorgenannt. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass quasi Autor dieses Papiers, Parlamentarier, Staatsminister, also das ist dieser Dreiklang. Entschuldigung, ich habe jetzt 6 oder 7 Mal erlebt, dass Regierungen gebildet wurden. Ich kann Ihnen eines sagen, wer Staatsminister wird, das sucht man sich nicht selber aus. Das konnte ich mir noch nicht aussuchen, welche Funktion ich im Laufe meiner Tätigkeit wahrgenommen habe. Und ich habe jetzt 3 Bundesregierungen angehört. Das weiß man auch in aller Regel erst am Tag, an dem die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler gewählt wird. Weil die Frage einer Regierungsbildung, das sind Wünsche von Koalitionspartnern nach Ministerien, nach Staatsministern, nach Staatssekretären, nach Zuständigkeitsbereichen. Und ich glaube, dass das Thema Digitalisierung, das ja weit über die Frage von Arbeitsbedingungen hinausgeht, dass die Frage nach schnellem Internet beinhaltet, die Frage nach selbstständig fahrenden Autos, die Frage nach Maschinen, die mit Maschinen kommunizieren, künstlicher Intelligenz, das, glaube ich, wird aus Sicht der CDU/CSU ein ganz wichtiges Thema sein. Und das werden wir nicht so ohne weiteres unseren Koalitionspartnern überlassen. Okay, dann wünsche ich, dass Sie sich da durchsetzen können. Okay, oh, ich muss auf unsere Zeit achten. Wir müssen, ich bringe jetzt ein paar andere. Ich habe noch relativ viele Karten. Also ich wollte mit Ihnen unheimlich viel diskutieren, weil die Chance hat man jetzt nicht häufig. Ich würde gerne noch einen kleinen anderen Punkt bringen, auf den ich auch ein paar Mal angesprochen wurde. Volkswagen. Ja. Hat ja in doppelter Hinsicht eine gegenwärtig eine Symbolfunktion. Einerseits teilweise Abfindung für Vorstandsmitglieder. Wie diskutiert man in der Politik über die 12 Millionen für 13 Monate? Naja, also mir hat noch niemand so eine Abfindung angeboten. Ich glaube, ich werde das auch in meinem Leben nicht mehr erleben. ich habe dazu meine eigene Vorstellung. Aber das ist ja eine Entscheidung, die im Rahmen der Mitbestimmung getroffen worden ist. Da waren auch Gewerkschaften beteiligt. Ich selber weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte in so einer Situation. Jedenfalls war ich im Februar bei einer Betriebsversammlung von VW mit 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da habe ich das angesprochen und gesagt, es muss am Ende immer auch eine Verhältnismäßigkeit bestehen. Und ich glaube nicht, dass irgendein Mensch so viel arbeiten kann, dass er für so eine kurze Zeit so viel Geld verdient. Aber das ist in unserer marktwirtschaftlichen Verfassung Sache der Vorstände und Sache der Aufsichtsräte. Wir haben in vielen Bereichen paritätische Mitbestimmung. Die Gewerkschaften haben eine große Rolle zu spielen und die müssen mit ihren Unternehmen darüber diskutieren, was vertretbar ist und was nicht. Sie waren ja auch Umweltminister. VW Dieselgate. Ich meine, das muss man auch mal. Da wird, ich kann es nicht beurteilen, weil die Zusammenhänge kenne ich viel zu wenig. Das sind interne, die kennt man nicht. Aber in den Medien wird zumindest häufig thematisiert, dass die Bundesregierung, muss man sagen, sehr tolerant Volkswagen gegenüber ist. Die Zeit hat ja schön die Überschrift gehabt, gewollte Staatsversagen. Vor dieser Regierung braucht sich VW nicht zu fürchten. Ich weiß es nicht. VW ist im Augenblick dabei, in Milliardenhöhe Schadenersatz in den USA zu zahlen. Wir sind mit VW und mit anderen, mit BMW und anderen im Gespräch, wo es darum geht, dass Dieselautos auch in Deutschland nachgerüstet werden. Deutschland ist ein Autoland, das Saarland übrigens genauso wie Niedersachsen. Gerade wo sehr viele Arbeitsplätze hängen davon ab. Wir wollen, dass das auch in Zukunft so bleibt und das wird nur so bleiben, wenn Manipulationen unterbunden werden und wenn das, was auf dem Etikett draufsteht, auch im Auto drin ist. Das heißt, die angegebenen Abgaswerte müssen stimmen, es darf nicht manipuliert werden. Das habe ich in der Betriebsversammlung bei VW ganz deutlich gesagt. Das hat die Bundeskanzlerin mehrfach öffentlich deutlich gesagt. Aber wir wollen, dass es geändert wird. Wir wollen, dass aus den Fehlern gelernt wird und dass sie sich in Zukunft eben nicht wiederholen. Wäre es möglich gewesen, so richtig so ein Plädoyer zu halten nach dem Motto, ähnliche Entschädigungsregeln wie in Amerika, auch in Deutschland? Weil das ist ja schon auffallend. In Amerika wird ganz anders entschädigt.
In Amerika sind noch ganz andere Standards, die auch durchgesetzt werden. Ja, aber Professor Scholz, das ist nun etwas, was man nicht mit Bezug auf VW oder die Automobilindustrie diskutieren kann, weil das Entschädigungsrecht in den USA ein grundsätzlich anderes ist als in Deutschland. Wenn Sie in den USA an Lungenkrebs sterben, weil Sie sehr viel geraucht haben, dann haben Sie dort Möglichkeiten, Entschädigungen einzuklagen, die es in Europa noch nie von einem Gericht gegeben hat. Und das hängt mit der Rechtsordnung zusammen. Diese Rechtsordnung kann man ändern. Dann muss man aber dieses amerikanische Entschädigungsrecht wollen, und zwar nicht nur für die Automobilindustrie, sondern auch für alle anderen Bereiche. Es hat übrigens auch seine Tücken, weil es eben nicht dazu führt, dass derjenige, der einen Schaden hat, zu seinem Geld kommt, sondern es führt dazu, dass derjenige, der sich einen besonders guten, brillanten Anwalt leisten kann, dass der die Chance hat, dann auch seine Ansprüche durchzusetzen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses amerikanische Modell das Modell ist, was wir uns für Deutschland wünschen sollten. Wobei das Modell ja zwei Facetten hat. Das eine ist generell die Schadenshöhe. Ja. Das ist ja eine Idee. Ich meine, Sie sind Jurist, das ist mehr Ihr Metier. Das eine ist wirklich die Schadenshöhe. Das zweite ist wirklich die Idee, wogegen kann geklagt werden, wogegen kann kollektiv geklagt werden. Ja. Und da kann man natürlich schon diskutieren, ob das nicht ein Feld ist, gerade jetzt was Volkswagen, Audi und sonstige, ob das nicht ein Punkt ist, der auch von einer Bundesregierung aufgegriffen werden kann, nach dem Motto, okay, wir haben gesehen, da passiert zu wenig, da kann getrickst werden, dann kann auch später nicht mehr geklagt werden. Also haben wir das Tricksen als Problem und das Nicht-Klagen als Problem. Wir reagieren drauf. Wäre das nicht auch ein Thema gewesen, dass man in Ihr schönes Papier hätte aufnehmen können? Nein, in dem Papier steht eine ganz klare Aussage, dass die Missstände abgestellt werden müssen. Okay, ja. Der Bundesverkehrsminister ist im Gespräch mit den Automobilkonzernen über die Frage der Nachrüstung der betroffenen Autos. Wir haben darüber hinaus ein drittes Problem, das sind die sogenannten NOx- und Feinstaubgrenzwerte in bestimmten Städten, in 28 deutschen Städten, wo sie überschritten sind. Das müssen wir ändern und das werden wir nicht nur dadurch ändern, dass wir uns um Dieselautos kümmern. Das werden wir nur ändern können, wenn wir Elektrotaxen, Elektrobusse, wenn wir im öffentlichen Personennahverkehr bei den Flotten von Bauhöfen und Behörden dafür sorgen, dass in den Städten Elektromobilität stärker zum Einsatz kommt. Das Schadensersatzrecht ist, ich weiß nicht, ob es andere Parteien in ihren Programmen haben, das ist mir nicht aufgefallen. Es gab in den 90er Jahren Diskussionen, ob man das deutsche Schadensersatzrecht so oder so verändert. Die haben aber am Ende nicht zu irgendeinem konkreten Ergebnis geführt. Und zwar weder bei Rot-Grün, noch bei CDU, FDP, noch in der Großen Koalition. Und das ist für mich eigentlich eher ein Hinweis, dass wir mit unserem Schadenersatzrecht gute Erfahrungen machen. Okay, zwei kurze Fragen noch. Als jemand, der sich mit Digitalisierung etc. beschäftigt, es gibt ja diesen schönen Staatstrojaner. Wie wird das bei Ihnen diskutiert? War das eine gute Idee? Naja, wir haben ja... Weil das ja schon bei einigen Leuten, die in der Szene sind, schon zu etwas Irritation geführt hat. Ja, selbstverständlich ist darüber diskutiert worden, übrigens heute viel weniger als vor 5 oder 6 Jahren. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil sehr viele, gerade auch junge Menschen, erkennen, dass ihre Freiheit nicht vom Staat bedroht wird, sondern von gewissenlosen Kriminellen, die übers Internet versuchen, Menschen zu manipulieren, versuchen, Geschäfte zu machen, Menschen abzuzocken. Und deshalb wünschen sich viele auch, dass der Staat die Möglichkeit hat, solche Praktiken aufzudecken und abzustellen. Früher war es so, dass der Staat, dass die Polizei zum Gericht gehen konnte, dann konnten sie Telefone abhören, sie konnte Briefe öffnen, wenn der Verdacht ausreichend war und die Straftat schwer genug war. Heute gibt es vieles, was die Justizbehörden nicht einsehen können, weil es sich im Internet abspielt. Und deshalb ist die Frage, wie kann man verhindern, dass durch das Internet ein rechtsfreier Raum entsteht, in dem sich Kriminelle tummeln und unschuldige Menschen zu Schaden kommen. So, in dem Zusammenhang ist die Diskussion über den Staatstrojaner geführt worden. Ich nenne ihn übrigens nicht Trojaner, sondern es geht darum, dass man beispielsweise nicht nur normale Telefonie, sondern auch Internettelefonie, wenn entsprechende Straftaten auf dem Spiel stehen, überwachen kann, mit gerichtlicher Anordnung, mit gerichtlicher Kontrolle, mit Schutz der berechtigten Interessen der jeweiligen Persönlichkeiten. Das halte ich für absolut notwendig. Und deshalb haben wir diese Debatte auch geführt. Gut, Sie wissen ja, wir sind gleich durch. Ich hab die Uhr im Blick, ja.
Ich verstehe den Punkt. Also da liegen wir auch nicht auseinander. Nur dieses, wie heißt das so schön, Quellentelekommunikationsüberwachungsgesetz. Mhm. Ja. Wenn man sich den Algorithmus mal anguckt, ich habe im Internet mir angeschaut, mfc42ul.dll, das ist schon was. Also wenn Sie sich mal vorstellen, Sie hätten den bei sich jetzt auf Ihrem Rechner. Ja. Ja, also da sitzt auf Ihrem Rechner dieser Algorithmus, der ist ja dann hingespielt worden, die sitzen ja auf vielen Rechnern schon. Und über ein wie auch immer geartetes Richterurteil kann dann freigeschaltet werden, die Kameras freigeschaltet werden und so weiter. Aber das sollten Sie vielleicht mal mit meinem Kollegen Heiko Maas besprechen, der ja Justizminister ist. Das wäre die letzte Frage, dann sind wir auch durch. Wir haben ja ein bisschen am Anfang schon über die Generation Z geredet, also über mein Lieblingsthema, weil die habe ich ja jeden Tag im Hörsaal. Was ich beobachte seit ein paar Jahren ist, dass die Generation Z, das hört sie zwar nicht gern den nächsten Satz, nicht so irrsinnig interessiert ist an Politik. Das stimmt. Was mich tierisch aufregt, also ich finde, ob das in der Vorlesung ist oder wie auch immer, weil wir sind ja in einer Demokratie, Demokratie besteht aus Austausch und. Und wenn wir das nicht kriegen, stabilisieren, kriegen wir ein Problem. Wie könnten Sie sich vorstellen, dass man in irgendeiner nahen Zukunft das irgendwie in den Griff kriegt? Ja, ich glaube, dass es ja immer Ursache und Wirkung gibt. Und in den 60er Jahren beispielsweise haben viele junge Menschen das Empfinden gehabt, dass sich die Erwachsenen für ihre Probleme nicht interessieren. Das hat zu Jugendprotest geführt, zu Friedensbewegung, zu vielem anderen. Wir hatten dann in den 90er Jahren über die Generation Praktikum diskutiert. Mhm. Das heißt, Menschen, die befristete Arbeitsverträge am Fließband bekommen, Praktika am Fließband bekommen, aber keine berufliche Perspektive. Heute hat sich durch die große Zahl von Arbeitsplätzen, die neu geschaffen worden sind, durch das Wirtschaftswachstum, was wir seit Jahren haben. Heute hat sich der Arbeitsmarkt für junge Menschen verbessert. Es kann jeder junge Mensch einen Ausbildungsplatz bekommen. Die allermeisten Hochschulabsolventen können einen Beruf finden. Und das hat eben dazu geführt, dass viele Menschen sich um das Politische weniger stark kümmern, als dies früher der Fall war. Ich stelle auch fest, dass in den politischen Veranstaltungen manchmal viel mehr Ältere sitzen, die hoch engagiert mitdiskutieren, ja, als Angehörige der Generation Z. Und da kann ich und das war ja einer der Gründe, warum ich Ihre Einladung gerne angenommen habe, weil ich einfach möchte, dass wir den Dialog mit diesen jungen Menschen suchen. Ich meine, Sie tun das ja auch nicht nur heute hier. Ja, 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 ich tue das, wo ich kann. Ich bin in Universitäten, wenn ich eingeladen bin. Und weil ich einfach glaube, dass der gute Zustand, den wir heute haben, der ist nicht Gott gegeben und der ist nicht für alle Ewigkeit garantiert. Und wir werden das nur erhalten können, wenn es auch in Zukunft junge Menschen gibt, die sich für Politik interessieren, ja, und die bereit sind im Übrigen, sich auch für Politik zu engagieren, egal in welcher Partei. Ja. Hauptsache eine demokratische Partei, die diesen Staat mitträgt. Das müssen wir erreichen und dafür müssen wir werben. Sie am Katheter und ich im Deutschen Bundestag. Ja, recht herzlichen Dank. Ich danke für das Gespräch. Ob es mich so tierisch optimistisch gemacht hat für die Zukunft, weiß ich noch nicht so ganz. Es hat mich aber noch etwas realistischer gemacht und ich danke Ihnen recht herzlich. Ich danke Dankeschön. Ihnen. Dankeschön. Gerne. Dankeschön.